Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Wir sind wieder am Start. Was machen wir denn heute? Genau, wir haben einiges vor. Und zwar werden wir heute dies hier machen. Erledige Royce Vollstrecker Nestor Pellegrini. So heißt die nächste Aufgabe. Ja. Genau, das werden wir auf jeden Fall auch weiter machen heute. Ups. So, jetzt hoffe ich, dass wir keine Zeuge haben. Ne, haben wir nicht. Okay. So. Ja, die nächste Aufgabe heißt Schmuggelware, die wir erledigen müssen. Also müssen wir da tatsächlich einiges erledigen. Ich hoffe, dass wir das jetzt diesmal hinkriegen. Komm, letztes Mal standen wir schon ja einiges davor. Ja, ich selber schuld. Wie verdammt dämlich bist du? Holt mich hier raus! Hat mich am Sack! Ich steck hier fest! Scheiße, ich habe keine Munition mehr. So, den haben wir erledigt. Das ist natürlich. Ah! Das gleiche, was mich bei den Kopf auch immer nervt. Jetzt haben wir die Typen da am Backen. Scheiße! Weiß ich, ich hab gar nichts gemacht. Warte, ich muss hier weg. Ich hab gar nichts getan. Der Sack, Junge. So, jetzt haben wir wieder 20.000 verloren damit, weil. Ach Gott, Gas nervt mich gerade. Aber wir haben den Typen erwischt. Das ist das erstmal das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Hauptsache, wir haben die Typen erledigt. $1000, ja, okay, geht ja noch. Gut, dann haben wir das soweit. So, was nehmen wir als nächstes vor? Wir nehmen uns den Typen davor. Fabio Fab Fulci. Entschuldigung, dass ich mich aber noch ein bisschen niese. Ich bin ein bisschen erkältet. Aber dem natürlich für euch auch folgen, aber auch wenn das ein bisschen scheiße klingt, dann wir versuchen mal unser Bestes. So, der nächste Vollstrecker, den wir auch holen müssen, ist der Kollege da, den holen wir uns noch weg.
Hier darf die Katze geschenkte Verstärkung. Einheiten. Wir haben einen männlichen Schwarzen, der Schlangenlinie fährt. Er bitte sofortiges Eingreifen. An alle Einheiten. Sichtkontakt. Fahndung in unmittelbarer Umgebung eingeleitet. Ja, das Problem, ich habe keine Waffen. Komm, verschwindet auf der Kopf. Verschwindet Kopf. Den Kopf ist der aber hier. Wo ist der denn? Ach, unter uns, ne? Würde ich sagen. Da müssen wir mal uns das genauer angucken, das Gelände. Was ist dein Problem, Mann? Dann sind die unter uns, die Kollegen. Aber ich brauche zumindest mal. Da müssen wir es tatsächlich step by step machen mit dem. So. Was willst du, Arschloch, schon wieder hier? Ich hab gerade was Unschönes gehört. So, gute Nacht, Kollege. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht tatsächlich. Scheiße. Keine Schrotflinte, ich brauche Waffen vor allen Dingen. Okay. Notiz lesen. Die Frage ist, kann ich da jetzt ohne Problem hoch mit die Step-by-Step holen, die Jungs, oder was? Ja. Gehört mir. Ja. Und Feuer. So, erstmal jetzt ist gut. Nein! Weil er das nicht wollte. Weil er nicht sagte, nö, ich mach mal eben. Aber mittlerweile verrecken wir eigentlich bei jedem scheiß Gegner.
Bei jedem Boss, aber wir haben den nächsten erwischt, das ist das Wichtigste. Ja, komm. Wieder $500 verloren. Ich habe nichts mehr. Ich habe so gut wie nichts mehr. Ich habe $500 auf dem Konto. Weil wir jetzt so viel Geld verloren haben. So. Genau. Sollen wir mit dem quatschen jetzt oder haben wir da nächste? Sieht langsam düster aus für den armen Roy. Tritt ihm weiter kräftig in die Eier. Aber wenn wir ständig alles verlieren an, an Kohle und an Teilen. Ey, das ist zum Kotzen gerade. Wir sind nur am Verrecken momentan. Scheiße. Bist du offen? Jo. So. Ja, $36. Hey, super. Haben wir denn den Erste-Hilfe-Kasten? Ich suche den gerade. Ich würde sagen, nehmen wir den hier spontan. So. So. Wunderbar. So. Was haben wir dann als nächstes auf der Karte? Ah ja, okay. Schüler vernichtet die Medizinvorräte. Das ist die nächste Aufgabe. Selber schuld. So, der Kollege braucht noch 9300 Schaden, dann ist der nämlich auch erledigt. Dann haben wir Riverflow zumindest mal eingenommen. So. Frage ist, wie kommen wir da jetzt ohne Probleme rein? Gute Frage, nächste Frage. Bauen wir dringend hin. Die Frage ist, wie kommen wir da jetzt rein? So. Heilige Scheiße! So stirbst du! Oh. In der Klemme! So. Ich nehme mal die Waffe hier. Das ist immer gut. Scheiße. Was wollt ihr hier? Scheiße! Okay, da müssen wir dann sich.
Oh, lecco mio, ey. Wir sind nur am Verrecken und wieder keine Waffen, ne? Hey, das ist jetzt nämlich das fünfte oder sechste Mal, dass wir da an den Typen verrecken, weil der nicht auf die zielen will. So, dann, nö, ich ziele nicht auf euch, ich lasse euch mal lieber ein bisschen am Leben. Tötet mich, nimmt mir Geld ab und damit sind wir wahrscheinlich, glaube ich, auf null. Und wir hatten, glaube ich, mal wie 10.000 oder so. Ja, damit haben wir die Hälfte weg. Scheiße, Mann. Das war natürlich nicht der Plan an der Sache. Gut, dann. Bitte. Das heißt, wir müssen das jetzt ein bisschen anders angerichtet. Ich finde, das Ding hier noch aufbrechen, dann werde ich hier die Folge beenden. Keiner macht rote Bohnen mit Reis so lecker wie Mama. Gut zu wissen. Ich hab was anderes gehört. Roy hängt tief mit drin. Zu tief. Und das weiß er auch. Dadurch wird er verzichtbar. So, offen. Die Munition mitnehmen. Hier ist auch Geld. Okay, das nehme ich mit. Dem ein bisschen Schaden zufügen. Gut, dann würde ich sagen, wir machen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Mafia 3.